Und Jürgen, stopp, stopp! Eine Leiche, lass runter! Mit Gewichten beschwert und ins Wasser geworfen. Ein perfekter Mord. Wie alt? Höchstens 15 nach meiner Schätzung. Sie ist erschlagen worden mit einem Knüppel. Voll Splitter in der Wunde und im Haar. 15 Jahre. Wenn sie überhaupt 15 ist. Irgendwelche Anhaltspunkte, wo sie her ist? Ja, ein Etikett in der Bluse von einem Geschäft im Ruhrgebiet. Hm? War das noch? Moment, ja. Kaufhaus Storm in Kettwig. Ja, ich warte. Fotos. Die Sprechkarte mit Kettwig. Bei den Vermisstenmeldungen, war da was dabei? München nichts. Ja, ich höre. Zeig doch mal. Ja, 15 Jahre oder 14, vielleicht auch 16. Ja, wenn Sie eine Beschreibung haben, ich habe ein Foto. Eine Aufnahme von der Toten, was denn sonst? Chef, ich glaube jetzt... Ja, was ist denn? Ich glaube, jetzt haben wir sie. Ja? Inge Hansen wohnhaft in Kettwig, 15 Jahre alt. Vor 3 Monaten spurlos verschwunden. Allein? Nein, zusammen mit einer Freundin. Auch 15 Jahre alt, Franziska Danner. Die beiden haben einen Brief hinterlassen, sie würden nach Hamburg gehen. Man hat nichts mehr von ihnen gehört. Sie sind von der örtlichen Kriminalpolizei? Ja, da vorne ist mein Kollege Heines. Mit dem Mann können Sie nicht reden, er betet die ganze Zeit, dass es nicht seine Tochter ist. Ich denke, Sie werden sich geirrt haben. Sie hat mir einen Zettel geschrieben, dass sie nach Hamburg geht, nicht nach München. Von München war nie die Rede. Das Ganze muss ein Irrtum sein, ein Missverständnis. Ist das Ihre Tochter? Wissen Sie was von meiner Tochter? Nein. Sie haben jetzt Gewissheit. Ich nicht. Kann ich Sie sehen? Sie müssen sie ohnehin identifizieren. Anzunehmen, dass sich die beiden getrennt haben. Wenn Inge in München erschlagen wurde, dann wird auch meine Tochter hier sein. Und in der gleichen Gefahr. Herr Danner, was können Sie uns über die beiden Mädchen sagen? Über ihre Vorstellungen, Träume, Geheimnisse? Geheimnisse? Ich kenne die Träume meiner Tochter nicht. Das habe ich an dem Tag begriffen, als ich morgens den Brief auf dem Küchentisch fand. Sei nicht böse, Vati. Ich melde mich wieder. Wenn ich weggehe, dann hat es nichts mit euch zu tun, mit dir und Mama. Kein Text auswendig. Meine Ansichten über meine Tochter sind uninteressant, denn sie sind falsch. Aber ich liebe sie. Ich muss sie suchen. Ich werde sie finden. Wie? Ich werde das tun, was ich schon in Hamburg gemacht habe. Zuerst mal systematisch alle Lokale besuchen. Und da fahren Sie gleich los? Ja, natürlich. Heute Nacht.
Heute Nacht? Ja, dann gib ihm Erwin mit. Nein, nein, mir zu seinem Schutz. Ja, gut, danke. Dana will seine Tochter suchen. Allein. Man sollte ihm vielleicht sagen, wie viele Väter nach München kommen und nachts ihre Töchter suchen allein, ohne sie zu finden. Nicht eine Spur von ihnen. Das mag den Töchtern nichts helfen. Aber vielleicht hilft es den Vätern. Diese Mädchen hier? Nee. Sie? Ich auch nicht. Nee. Das kann man hier nicht auf einen Blick übersehen. Also ich find's ganz dufte hier. Geben Sie uns zwei Bier. Oh, zwei Bier. Sagen Sie, was sind Sie eigentlich vom Beruf, Herr Donner? Ordnung, Ladengeschäft, Vorrangstoffe, Gardinen. Ah ja. Was tun Kinder hier? Wie kommen die eigentlich hier rein? Es sind auch 14-Jährige dabei. Ja, können Sie mir mal solche Fragen beantworten? Vielleicht Sache der Umwelt oder. Ach, was? Entschuldigen Sie bitte. Ich bin so nervös. Nicht, dass Sie denken, dass ich entmutigt bin. In Hamburg kann man sich auf die Zeit an. So wie jetzt. Jetzt kommt das auf jede Minute an, auf jede Sekunde. Halten Sie mal. Sind Sie die Mädchen da? Ja. Was wollen Sie denn tun? Ich will Sie fragen, ob Sie meine Tochter kennen. Ich kenne einer von euch, dieses Mädchen. Wer soll denn das sein? Franziska Danner. Warum sollen wir die kennen? Kennst du die? Nein. Kenn ich nicht. Nee. Na? Bist du deine Tochter hier? Ich habe sie verwechselt. Hamburg, bin ich öfter hinter jungen Mädchen hergerannt. Ich dachte, das ist sie. Wollen wir was trinken? Hm? Sinnbild für die Zeit, in der wir leben. Wir Älteren haben alle noch irgendwelche Wurzeln, mit denen wir uns festhalten können. Mühsam genug. Aber die Kinder. Ist das eine Morgenausgabe? Vielleicht das bitte. Hallo, warten Sie.
Ja, hier ist es. Wissen Sie, ich habe meine Tochter mal gefragt, was sie werden will. Sie hatte keine Ahnung, sie wusste das nicht ganz genau. Aber sagte sie, ich werde was ganz groß in der Zeitung stehen, fertig. Ja, ermordet. Ein Knüppel. Ich habe auf Sie gewartet, bis Sie zurückkommen. Nichts. Es ist Ihnen gelungen, in die Zeitung zu kommen. Aber bleiben Sie doch am Apparat. Ich will Sie mit dem Kommissar verbinden. Aber liebe Frau, es passiert Ihnen doch nichts. Gib mir her, Rehbein. Hallo? Hallo? Aufgelegt. Hatte die eine Angst. Was hat sie denn gesagt? Ich kenne das Mädchen, fragen Sie nach einem gewissen Achim Merck. Adresse? Lindwurmstraße. Guten Tag. Wir möchten zu Herrn Merck, der soll hier Untermieter sein. Das bin ich. Kriminalpolizei, können wir reinkommen? Ja, natürlich. Guten Tag. Ach, das ist meine Wirtin. Ist schon gut, Frau Röhl. Das ist für mich. Kommen Sie doch bitte. Kennen Sie ein Mädchen namens Inge Hansen? Inge Hansen? Das Mädchen, dessen Bild hier in der Zeitung ist. Das werden Sie ja wohl schon gesehen haben. Ach, Sie meinen das Foto da? Ja, das ist Inge Hansen. Die in dieser Wohnung aus- und eingegangen ist. Aus- und eingegangen? Woher wissen Sie das denn? Ich schlage vor, Sie lassen uns die Fragen stellen. Sie kennen also Inge Hansen? Ja, die habe ich lange nicht mehr gesehen. So. Und wie lange? Mehr als 4 Wochen lang. Ist sie da tot? Glauben Sie, wir fotografieren eine Schlafende? Also, wie gut kennen Sie das Mädchen? Wie gut? Sie hat doch hier geschlafen, oder? Geschlafen? Beantworten Sie die Frage, sie hat doch hier geschlafen. Ja, aber nur ein paar Tage, als sie nach München kam. Und ich wusste, wohin. Sie hatte eine Freundin bei sich. Franziska Danner. Ja. Franziska. Wir müssen Sie bitten, mitzukommen. Ich habe die beiden ganz zufällig getroffen. Sie saßen an meinem Tisch und fragten, ob ich wüsste, wo sie schlafen könnten. Ihnen wäre das Geld ausgegangen. Ich sagte, für eine Nacht geht's bei mir. Ja, und dann... Wie lange genau sind Sie geblieben? Eine Woche. Etwas länger. Wie lange ist das her? Ein Monat. Wo sind die Mädchen geblieben? Ich nehme an, dass sie eine andere Möglichkeit gefunden haben zu übernachten. Bequemer als bei mir. Ach, wollen Sie damit sagen, dass Sie die Mädchen nicht wiedergesehen haben? Ja, das will ich. Ich weiß wirklich nicht, wo sie geblieben sind. Wir haben sie nicht ein einziges Mal wieder gemeldet? Nein. Und Sie sind ihr noch nicht mehr begegnet? Nirgendwo? Nein! Seit 4 Wochen keine Spur? Ja, so ist es. Die waren wie vom Erdboden verschwunden. Weiter. Ah, da sind die ja. Das ist Herr Danner, der Vater von Franziska, Herr Hansen, der Vater von Inge.
Herr Merck, bei dem die Mädchen über eine Woche gewohnt haben. Aber ihn? Meine Tochter. Meine Tochter Franziska. Na, wenn sie bei Ihnen gewohnt hat, dann werden Sie das doch wissen. Und Sie werden wissen, wer meine Tochter umgebracht hat. Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Sie haben ungefähr 10 Tage bei mir gewohnt, ja. Aber dann... Was sehen Sie mich denn so an? Haben Sie sie umgebracht? Was umgebracht? Ich? Die Inge? Entschuldigung. Aber... Wenn die beiden Mädchen bei Ihnen gewohnt haben, mehr als eine Woche, dann ist es doch ganz unglaubwürdig, dass Sie nicht wissen, wo sie geblieben sind. Oder? Ja, es ist unglaubwürdig. Gibt es einen Grund, warum Sie nicht die Wahrheit sagen? Aber ich sag doch die Wahrheit. Sie haben doch mit den Mädchen geschlafen. Mit wem? Mit beiden? Hören Sie, das ist nicht Gegenstand von Vorwürfen, die würde ich Ihnen nicht machen. Aber begreifen Sie doch, dass es um das Leben meiner Tochter geht. Nicht eins der Mädchen schon totgeschlagen worden. Das kann doch meiner Tochter auch passieren. So helfen Sie uns doch. Was soll ich denn tun? Geben Sie uns Informationen. Informationen? Ich habe keine. Sie wollen uns nicht helfen. Dann haben Sie etwas mit Ihrem Tod zu tun. Sie schweigen, weil Sie mitschuldig sind. Sie haben dann, bitte. Ach, sehen Sie den Mann doch an. Sehen Sie ihn an. Das steht ihm doch im Gesicht geschrieben. Das sehen Sie das nicht. Der Mann weiß was, aber er schweigt. Natürlich, Herr Danner, das sehen wir auch. Wir werden uns jetzt etwas näher mit Herrn Merck befassen und Sie auf dem Laufenden halten. Robert, bringst du die Herren ins Hotel? Ne? Ja, kommen Sie. Herr Hansen. Zeit haben Sie? Die nehmen sich richtig Zeit, finden Sie, ne? Die wollen es gründlich machen. Ach, gründlich. Und wenn man meine Tochter auch erschlägt? Na jetzt, in diesem Augenblick vielleicht. Wir haben doch keine Zeit. Ich bringe Sie nach Hause. Nach Hause? Ich gehe nicht ins Hotel. Na, danke. Wir finden unseren Weg schon allein. Blödsinn macht sie auf eigene Faust. Können wir ihn daran hindern? Wir können ihn nicht einsperren. Franziska Danner. Kommen Sie herein. Sie wollen sicher das Zimmer sehen. Ja. Welche ist Ihre Tochter? Die, die man im Baggersee gefunden hat? Ja, die andere. Er ist jetzt in der Uni. Wollen Sie auf ihn warten? Haben Sie gewusst, dass die beiden Mädchen hier geschlafen haben? Ja, man kann in diese Wohnung nicht reinschleichen, ohne dass ich es merke. Ich höre jedes Geräusch. 40 Jahre lebe ich hier. Ich hatte nichts dagegen, warum sollte ich? Zeichen von Leben in dieser alten Wohnung. Stimmen, Musik. Und dann wurde es ganz plötzlich still, von heute auf morgen. Still nicht. Dann hörte ich andere Geräusche aus diesem Zimmer. Was für Geräusche? Er ging auf und ab, marschierte hin und her, trommelte mit den Händen an die Wand und weinte. Ich würde doch heißen, er hat sie geliebt. Eine der beiden. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Für mich waren es Stimmen, mehr nicht. Ach, da kommt er ja. Wie spät ist es denn? Dieser Herr fragte nach Ihnen. Es ist Ihnen hoffentlich recht, dass ich ihn hereingeführt habe. Ja, schon gut. Mit wem von den beiden Mädchen haben Sie geschlafen?
Mit Inge? Oder mit meiner Tochter? Mit Franziska. Waren Sie in sie verliebt? Ja. Sehr? Ja. Mensch. Wenn Sie sie lieben, warum suchen Sie sie nicht? Wir können sie zusammensuchen. Wollen Sie mir denn nicht helfen? Ich kann nicht. Es hat keinen Sinn. Ich hole Sie heute Abend ab. Gegen 8 Uhr. Sie müssen mir helfen. Gut, ich erwarte Ihren Anruf. Danke. Nun, Robert. Vor ungefähr 3 Wochen ist Merck fürchterlich zusammengeschlagen worden auf der Straße. Es gibt einen Polizeibericht darüber. Interessant. Ist Erwin da? Erwin. Erwin! Was ist denn? Komm. Ja. 3 Mann haben Merck überfallen. Sie haben vor einem Lokal auf ihn gewartet und ihn wüst zugerichtet. Eine Menge Leute haben dabei zugesehen und nicht gewagt einzugreifen. Ja, wie das heute so ist. Was für Männer waren das? Achim Merck hat ausgesagt, er hätte keinen von denen vorher gesehen und er kann sich nicht den geringsten Grund vorstellen, warum man ihn zusammengeschlagen habe. Ist das glaubhaft? Walter. Lass mich doch fragen. Wann war denn der Überfall auf ihn? Ein paar Tage, nachdem die Mädchen aus seiner Wohnung verschwunden waren. Der schweigt, weil er Angst um sein Leben hat. Herr Danner hat Merck aufgesucht. Frau Röhl hat mich gerade angerufen, die Wirtin. Demnach geht er wieder los heute Abend. Mit Merck. Und der Merck geht mit? So ohne weiteres? Sieht so aus. Ja. Was tun wir, Chef? Wir lassen die beiden nicht aus den Augen. Wagen Sie auf, Herr Merck. Schließen Sie die Tür auf. Es tut mir leid. Ich liege im Bett. Ich kann nicht mitgehen. Schließen Sie die Tür auf. Der ist nicht krank. Ich sag Ihnen doch, ich kann nicht mitgehen. Wieso, was sagen Sie? Fieber? Sind Sie erkältet? Nee, Sie haben kein Fieber. Hier, ziehen Sie sich an, Ihre Hose, Ihr Hemd. Ich warte. Ja. Ja, in Ordnung, Chef. Sie kommen. Der Kommissar bittet Sie, in meinem Wagen mitzufahren. So? Wer ist denn das? Jemand von der Polizei. Mit ihm bin ich gestern schon da rumgefahren. Ja, steigen Sie ein. Da kommt die Kälte durch. Schau mich ja um. Vielleicht sehen Sie einen der Männer, die Sie überfallen haben. Woher wissen Sie das? Wir wissen mehr, als Sie denken. Zu Hause weglief, da trug sie einen gelben Rock ziemlich kurz und eine helle Bluse. Mit dazu eine Windjacke, grau. Hat sie das noch? Trägt sie das noch? Eine Windjacke? Nein, die habe ich nicht gesehen. Ja, was trägt sie denn jetzt? Ein Jeansanzug, blau. Ein Jeansanzug? Ja, der stand ja ganz gut zu ihren langen, blonden Haaren. Du blonden? Sie ist doch nicht blond. Ja, richtig. Sie hat sich die Haare färben lassen. Die Haare färben lassen? Ja, wieso? Warum? Das weiß ich auch nicht. Kommen Sie, setzen wir uns erstmal. Wie sah es denn mit Geld aus bei ihr? Sie hatte Geld. Ich weiß nicht wie viel, aber sie hatte Geld. Ja, sie hatte Geld. Ja, das kann viele Bedeutungen haben.
aber keine, die ich besonders gut finde. Herr Schulz, ich kann hier nicht so rumsitzen. Sie scheinen sich nicht besonders wohl zu fühlen hier. Nein. Angst? Wieso Angst? Als Sie die Mädchen kennenlernten, in welcher Verfassung waren die beiden? Wie meinen Sie das? Nun, wenn Mädchen von zu Hause weglaufen, dann haben Sie gewisse Vorstellungen. Hatten Sie den Eindruck, dass sich diese Vorstellungen erfüllt haben? Nee. Da waren die Mädchen unglücklich, verzweifelt, irgendwie am Ende. Was heißt am Ende? Sie hatten einfach noch nicht Fuß gefasst in München. Wie sind die denn von Hamburg gekommen? Im Wagen? Im Zug? Mir haben sie gesagt, dass sie mit dem Zug gekommen sind. Was haben sie in Hamburg gemacht? Ich meine, warum sind die so plötzlich nach München gekommen? Darüber haben sie nichts erzählt. Das ist doch ganz unwahrscheinlich. Wirklich, Franziska hat mir nichts erzählt. Ich sehe sie nicht. Aber das ist doch ein Lokal, wo sie sein könnte, oder? Ja, wissen Sie, der Gedanke hat mich oft gequält, dass, wenn ich ein Lokal verlassen habe, dass wir uns vielleicht verpasst haben. Um Minuten, um Meter, um 10 Meter vielleicht. Was sollen wir warten? Was meinen Sie? Ich weiß es nicht. Seit 3 Monaten habe ich das Gefühl, dass die Leute darauf aus sind, sich zu vergnügen. Und dann will ich ja stehen. Komm mal da rein. Nein, hier nicht. Hier ist sie nicht. Ja, warum soll sie nicht hier sein? Was haben Sie ausgerechnet gegen dieses Lokal? Ich glaube nicht, dass sie hier ist. Ja, warum? Sie kann doch überall sein. Sehen Sie doch nach, wenn Sie wollen. Ich gehe da nicht mit rein. Nein? Warum nicht? Weil es sinnlos ist. Das ist das Lokal, vor dem man sie zusammengeschlagen hat, nicht wahr? Was? Oh, wir haben im Polizeibericht nachgesehen. Es war hier, vor diesem Lokal. Kann schon sein. Ich erinnere mich nicht genau. Genau hier. So. Ich gehe da rein. Sie können ja draußen bleiben. Gesellschaft, ihr beiden. Wollt ihr euch nicht zu uns an den Tisch setzen? Schon gut, schon. Whisky für mich. Und was nehmen Sie? Dann nehme ich auch. 2 Whisky. Bleiben Sie hier, Herr Merck. Kommen Sie. Na, kommen Sie. Ja, steigen Sie ein. Warum ist er nicht mit reingekommen? Weil er die beiden Mädchen hier gesucht hat. Inge, Franziska. Und warum hat man ihn hier niedergeschlagen? Weil er sie hier gesucht hat. So ganz gewesen sein. Ihr wollt doch nicht alleine trinken. Wollt ihr uns nicht auch was bestellen? Ja, setz euch jetzt. Kommt. Champagner-Cocktail. Danke. 2. Hast du deinen Sohn mitgebracht? So ist gut. Ich habe nur eine Tochter, eine einzige. Sie ist etwas jünger als du. 15. Vielleicht kennst du sie. Klar. Kann auch möglich sein. Wieso? Vielleicht kennst du sie. Na, kommt sie dir bekannt vor? Nein, kenne ich nicht. Kennst du die? Nein, habe ich nie gesehen. Wer soll das sein? Seine Tochter, sagt er. Ein hübsches Mädchen. Unbekannt? Ganz sogar unbekannt? Außerdem ist es sowieso zu dunkel hier. Wieso? Man kann doch heller machen. Könnte nicht mehr Licht machen. Lassen Sie mich mal machen. Meine Damen, dieser Mann hier, der sucht seine Tochter. Sie ist ihm weggelaufen. Das Mädchen soll in München sein. Die stammt aus Kettwig.
Jetzt läuft er von Lokal zu Lokal durch ganz Schwabing und hofft, dass er sie findet. Lassen Sie mich mal sehen. Ja, bitte sehr. Nein, kenne ich nicht. War nie in diesem Lokal, können Sie sicher sein. Sehen Sie, hier kennt sie niemand. Stecken Sie das Foto weg. Fehlanzeige. Wer sind Sie denn? Oh, er hat mich auf der Straße angesprochen, ob ich Schwabing kenne. Ja, so halbwegs kenne ich's ja. Mit dieser Art Suche werden Sie keinen Erfolg haben. Wissen Sie eigentlich, wie viele Lokale es in München gibt? Natürlich. Sicher. Setzen wir uns am Tisch? Hm? Ja, kommen Sie. Irgendwie gefällt mir das Lokal. Sie war hier. Ich kenne sie hier. Ich bin ganz sicher. Ich gehe hier nicht weg, bis ich meine Tochter habe. Seien Sie still. Verschwindet. Sehen Sie? Ich sehe. Und warum kommen Sie nicht an unseren Tisch? Sie trauen sich nicht. Und warum wohl nicht? Weil Sie Inge und Franziska kennen. Hören Sie, Herr Danner, ich bin für einen Moment weg. Ich muss dem Kommissar Bescheid sagen. Ja, tun Sie das. Sagen Sie, was hier los ist. Ja, gehen Sie nur. Ich bleibe hier. Aber unternehmen Sie nichts. Nein, nein. Ich warte hier. Keine Sorge. Hier gehe ich nicht weg. Sag ihm, er soll aufstehen und rausgehen, so als hätte er keinen Erfolg gehabt. Die Leute dürfen auf gar keinen Fall Verdacht schöpfen. Ja, natürlich, Chef, aber... Na, hübsche Mädchen habt ihr hier. Aber ein bisschen spröde, was? Dieses Haus sehe ich mir jetzt an. Niemand wird mich daran hindern, dass ich mir dieses Haus ansehe. Wollen Sie nicht austrinken?
Franziska! Franziska! Was brüllen Sie hier so rum? Entschuldigen Sie bitte. Ich suche meine Tochter, okay. Franziska. Franziska Danner. Kenne ich nicht. Das schauen Sie auch. Wer sind Sie denn? Franziska! Franziska, bist du hier? Was wollen Sie denn? Oh, Entschuldigung. Verzeihen Sie. Oh, entschuldigen Sie bitte, dass ich hier herumgeschrien habe. Aber ich suche meine Tochter, die vor 3 Monaten aus Kettwig, wo ich wohne, wo ich ein Geschäft habe, verschwunden ist. Ich dachte, die wäre vielleicht hier. Hier ist niemand aus Kettwig. Und Sie, Freund, machen jetzt, dass Sie wegkommen. Sie haben mir genug Krach gemacht. Ja, aber vielleicht... Machen Sie, dass Sie rauskommen! Wenn Ihnen Ihre Tochter weggelaufen ist, dann fragen Sie sich mal, warum. Vielleicht hatte sie einen Grund, dass sie vor Ihnen weggelaufen ist. Und jetzt verschwinden Sie. Was ist denn los? Ja, kann ich sagen. Wo bleiben Sie denn? Wir wollten doch noch weiter. Und weiter? Sie haben mir doch versprochen, dass wir heute noch mehr Lokale sehen. Ach so. Ja. Ja, kommen Sie. Zahlen Sie die Getränke. Ja, mit Rechnung. Sehen Sie nicht hin. Wir treffen ihn in seinem Büro. Walter? Ja. Robert? Ja? Geht jetzt auf euer Posten. Das Haus muss unter Beobachtung bleiben. Wenn irgendetwas ist, ich fahre ins Büro. Dass Sie nichts wissen. Sie kennen doch das Lokal. Sie wissen doch, was da los ist. Und dass man Sie vor diesem Lokal zusammengeschlagen hat, das hat doch seinen Grund. Welchen? Ich sage Sie doch welchen. Warum sagen Sie nicht? Ich sag doch, ich weiß nicht. Ich kenne das Lokal nicht. Ich war nie in dem Lokal. Es gibt da keinen Zusammenhang. Warum lügen Sie denn? Wenn ich nur begreifen könnte, warum Sie lügen. Wollen Sie denn mitschuldig werden an einem zweiten Mord? Herr Merck, jetzt werde ich Ihnen mal sagen, wie ich die Sache sehe. Sie haben versucht, die beiden Mädchen herauszuholen aus dem Lokal, in dem sie vielleicht tätig waren oder angestellt, wie auch immer. Die beiden Mädchen müssen sich in einer Situation befunden haben, aus der sie nicht mehr herausfinden konnten. Und weil Sie eines der beiden Mädchen geliebt haben, wollten Sie ihnen helfen. Dafür wurden Sie fürchterlich zusammengeschlagen. Die haben Ihnen den Schneid abgekauft. Das ist passiert. Und wenn Sie jetzt schweigen, dann schweigen Sie aus Angst. Wollen Sie nach Hause? Soll ich Sie nach Hause bringen lassen? Aber ich kann doch jetzt nach Hause, der bringt mich doch um. Wer bringt Sie um?
Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Übertrieben? Die haben doch nicht den geringsten Skrupel. Wer denen im Weg steht, den löschen die einfach aus. Ein Schlag mit dem Knüppel über den Kopf. Aus. Schluss. Das haben Sie es gesagt. Das hat es gesagt. Inge meinte. Er meint Inge. So, jetzt können Sie keine Ausflüchte mehr machen. Los, erzählen Sie. Packen Sie aus, Mann! Das Haus gehört einem gewissen Bender. Auch das Lokal gehört ihm. Er ist einschlägig bekannt. Kennen Sie einen Mann namens Bender? Ja, den kenne ich. Nun? Die beiden Mädchen, die sind gar nicht in Hamburg gewesen. Wieso nicht in Hamburg gewesen? Sind gleich nach München gefahren. Was gleich nach München? Und auf dem Hauptbahnhof angekommen. Wissen Sie, was sich da abspielt? Da kommen jeden Tag, fast jeden Tag kommen da Mädchen an, von irgendwoher, weil sie nach München wollen. Unbedingt nach München. Eine Stellung haben, irgendeine, wenn es nur in München ist. Genauso wie die beiden. Die kamen an, auf dem Hauptbahnhof. Sie hatten nicht die geringsten Bedenken und schon gar keine Angst, wovor denn auch. Das war ihr Fehler. Das sind immer Leute, die warten bloß auf Mädchen wie Inge und Franziska. Die haben auch einen Blick dafür. Die sehen es einfach, wenn jemand neu ist. Neu und zum ersten Mal in München. Was? Sie kennen München nicht? Wie, zum ersten Mal hier? Und Sie kennen niemanden? Na, wo wollen Sie denn wohnen? Was für ein Hotel soll es denn sein? Was für eine Preislage? So kriegen Sie schnell raus, was los ist. Wie abhängig die Mädchen sind. Und zufällig sind Sie auch mit dem Auto da. Was wollen Sie denn ein Taxi nehmen? Warum denn? Fahren Sie jetzt erstmal, damit Sie einen Eindruck kriegen, nach Schwabing. Der Name, der Sie alle anzieht. Als wäre es so was ungeheuer Besonderes. Sie haben mir später erzählt, dass der erste Abend ein voller Erfolg war. Sie haben sich gefühlt wie im siebten Himmel. Franziska hat immer das Besondere gesucht. Das hat es immer eilig damit. Was war mit dem ersten Abend? Es wurde wohl ziemlich spät. Zu spät für ein Hotel. Aber das ist ja in Schwabing nicht wichtig. Da fragt man einfach, hat jemand ein Bett frei heute Nacht? Für zwei Mädchen aus Kettich? Genauso war es wohl. Ja, verstehe. Und wann hatten die Mädchen kein Geld mehr? Nach 8 Tagen. Aber da kannten sie längst Bänder. Der ihnen sagte, dass sie keine Angst haben brauchten. Er lieh ihnen einfach das Geld. Geld spielt ja keine Rolle für solche Schweine. Und wann hatte er sie so tief in Schulden, dass sie getan haben, was er wollte? Nach 14 Tagen hat er ihnen genau gesagt, was er von ihnen wollte. Ja, will ich so einen Nocken machen. Ja. Walter ruft an, Chef. Ja, komme. Ja, was gibt's denn, Walter? Das Haus ist schwer zu überwachen, Chef. Es hat 3 Ausgänge und wir sind nur zu zweit. Ja, ihr bekommt Verstärkung. 10 Mann, 20 Mann. Ja, ja, du hast richtig gehört. Es handelt sich um einen Großeinsatz. Ja. Walter, dazu. Möglicherweise ist Franziska Danner im Haus und die könnten natürlich versuchen, sie wegzuschaffen. Also passt da ein bisschen auf, ja? Wir tun, was wir können. Ja. Ende. Ja, ist der Dr. Nick, oder? Ah, schön, ja, ich komme rüber. Die beiden waren also in dem Haus über der Bar. Ja, aber es gelang ihnen wegzulaufen. Das war der Abend, an dem ich die beiden kennenlernte. Sie erzählten mir ihre Geschichte, ich sagte, fahrt nach Hause. Ich sagte zu Franziska, ruf deinen Vater an. Das ruft dein Vater an? Sie haben ihr geraten? Nach Hause zu fahren. Oh Gott, was für ein Mann hat sie denn getan? Wir waren schon auf dem Postamt, in der Telefonzelle. Um anzurufen? Herr Wien anzurufen? Mich? Ja, aber Franziska sagte,
Ich weiß nicht, was ich mit ihm reden soll. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Und wie hat Bender erfahren, wo die beiden Mädchen waren? Ich weiß es nicht. Jedenfalls bekam er sie wieder in seinen Griff. Hat sie gezwungen, wieder bei ihm zu arbeiten. Die hatten einfach Angst. Todesangst. Ich habe versucht, sie da rauszuholen. Da haben sie mich fertig gemacht. Und Bender hat gesagt, das nächste Mal stirbst du. Ja, und von da ab haben sie geschwiegen. Ja. Was sollte ich denn machen? Ich hatte doch keine Chance gegen ihn, gegen seine Leute. Und wozu die fähig sind, das haben sie ja gesehen. Ja. Das haben wir gesehen. Sie feiger Hund, sie. Kommen Sie, Herr Danner. Erwin, wir müssen uns beeilen. Wo soll ich denn jetzt hin? Es kann losgehen. Bier? Ja, was haben Sie gegen Bier? Sind es auch Biertrinker? Ganz recht. Kriminalpolizei. Die ganze Straße ist voll mit Polizei. Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen, das ist eine Aktion der Kriminalpolizei. Diesen Weg, Kommissar. Kommen Sie, bitte kommen Sie mit mir. Niemand verlässt den Raum. Brauchen Sie noch eine Erklärung? Nicht nötig. Franziska! Komm hier, Kommissar! Franziska! Franziska! Franziska, wo bist du? Franziska! Was wollen Sie denn hier? Franziska! Moment mal. Franziska, du habt doch keine Angst, ich bin mit der Polizei hier. Wo ist meine Tochter? Meine Tochter, Franziska. Weiß ich doch nicht. Da ist sie oben. Okay. Seht nach, wo Bender ist. Er darf uns nicht. Sie ist vielleicht der nächste Stock. Erwin! Chef! So lange haben wir auch hier. Kriminalpolizei. Franziska! Ihr Koffer, das ist Ihr Koffer, Herr Kommissar. Da muss sie noch auch hier sein. Jeans, hier, blaue Jeans. Merk hat von Jeans gesprochen.
Franziska. Franziska. Machen Sie sich keine Sorgen, Madame. Erwin, den Arzt. Okay. Bänder. Entwischt, spurlos verschwunden. Aber das gibt's doch nicht. Die Frau hinter der Bar. Die habe ich schon verhört. Ja, dann müssen Sie jetzt warten. Haben Sie den Mörder von Inge Hansen?